Gehören Sie auch dazu, 1 Million Rentnerinnen und Rentner in Deutschland verzichten de facto freiwillig auf eine höhere Rente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, ich hatte es in einigen der Videos oder in einigen Videos schon im Oktober 2024 angekündigt. Wir haben eine Mindestlohnsteigerung in Deutschland ab 2025. Und auch der Minijob, die Verdienstgrenze beim Minijob steigt von 538 Euro auf 556 Euro. Sie wissen auch, Millionen Rentnerinnen und Rentner, vielleicht sind Sie ja mit dabei, gehen neben der Rente noch in einem Beschäftigungsverhältnis, entweder regulär oder in einem Minijob arbeiten. Arbeitende Rentner können quasi im Grunde genommen dadurch ihre Rentenansprüche bei einer späteren Rente erhöhen oder wenn sie erhöhen. Das gilt dann meistens oder das gilt dann oftmals für diejenigen, die vor der Regelaltersgrenze arbeiten. Die Verdienste aus einem regulären Beschäftigungsverhältnis, die werden dann als zusätzliche Entgeltpunkte spätestens ab Erreichen der Regelaltersgrenze dann dem Rentenkonto, ich sage das jetzt mal so ganz im Volksmund, gutgeschrieben und dann erhöht sich sozusagen Ihre Rente. Diese zusätzlichen Entgeltpunkte bekommen Sie dann auch abschlagsfrei. So ist das gesetzlich vorgesehen. Ja, andere Rentnerinnen und Rentner gehen im Minijob arbeiten und viele, es sind ungefähr 1,13 Millionen in Deutschland Rentnerinnen und Rentner, die einen Minijob ausüben. Die Gründe dafür sind jetzt erstmal von mir nicht, sagen wir mal, darzustellen, warum das so ist. Das ist eine statistische Feststellung. Ja, und rund 1 Million von denen lassen einiges an Rente, an späterer Rente, an späterer Rentensteigerung sozusagen auf diesem Weg liegen. Die Steigerung, um die es da geht, die ist aus meiner Sicht relativ klein, aber man kann sich das wirklich mal anhand einer Jahresberechnung mal anschauen, was da passiert und wann sich die ganze Geschichte amortisiert, wenn Sie sozusagen nach der Regelaltersgrenze einen Minijob haben und Sie diesen Minijob nicht versicherungsfrei ausüben, sondern Sie gegenüber dem Arbeitgeber sagen, nee, ich will, dass der versicherungspflichtig ist. Ja, und das kann sich wirklich im Einzelfall dann für Sie rechnen. Und es könnte natürlich auch sein, oder es kann auch sein, dass Sie sagen, nee, das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Dann lieber will ich die 538 Euro im Jahr 2024 brutto gleich netto haben oder im Jahr 2025 die 556 Euro. Ja, schauen wir uns mal die Rechnung an. Die ist eigentlich relativ einfach. Ein versicherungsfreier Minijob bringt Ihnen brutto gleich netto an der Höchstgrenze 538 Euro steuerfreies Einkommen. Das ist ganz klar. Und ein versicherungspflichtiger Minijob, da müssen Sie von diesen 538 Euro 3,6% Beitrag zur Rentenversicherung zahlen. Der Arbeitgeber zahlt davon von diesen 538 Euro dann noch seinen Anteil, nämlich 15%. Ja, 3,6 plus 15 sind 18,6. 18,6% Beitragssatz, das sagt ihm was, das ist der allgemeine Beitragssatz oder das ist der Beitragssatz in der allgemeinen Rentenversicherung. Ja, meine Damen und Herren, und das kostet Sie, diese 3,6% kosten Sie im Monat, wenn Sie versicherungspflichtig weiterarbeiten würden nach der Regelaltersgrenze, 19,37 Euro. Bezogen auf ein Jahr würde das dann 232,44 Euro weniger an Netto ausmachen, also pro Monat 19,37 Euro weniger Netto von 538 Euro. Dafür würden Sie für ein Jahr versicherungspflichtig arbeiten. Was kommt dann an Rentenerhöhung im Folgejahr Juli 2025 oder 2026, wenn man das jetzt auf ein Jahr betrachtet, dann bei Ihnen heraus? Das sind dann 5,60 Euro. Ohne einen entsprechenden Zuschlag, wenn man den Zuschlag von 0,5% pro Monat
noch dazu rechnet, liegen wir ungefähr bei 6 Euro, bei 6,10 Euro insgesamt. So ist die Rechnung. Das heißt also, Sie würden im Jahr ungefähr, also Sie würden für ein Jahr versicherungspflichtigen Minijob, wenn Sie den ausüben, neben der Rente ab Regelaltersgrenze rund 72 Euro mehr an Rente im Jahr bekommen. Also 6 Euro im Monat mehr mal 12 sind 72. Der höhere Rentenbezug macht sich dann in 3 bis 4 Jahren praktisch wieder bemerkbar. Das heißt also, in 3 bis 4 Jahren machen Sie über den höheren Rentenbezug den Nettolohnverlust aus dem Minijob von 243 Euro und 232 Euro und 44 Cent dann wieder wett. Also Sie nehmen die 72 Euro mal 3 oder mal 4 und dann kommen Sie ungefähr auf diesen Nettolohnverlust, den Sie über die Laufzeit der 3 bis 4 Jahre oder 3,5 Jahre dann wieder reinholen. Ja, meine Damen und Herren, wie die Rechnung dann aussieht, wenn Sie noch länger als ein Jahr im Minijob arbeiten und versicherungspflichtig sind, das können wir Ihnen nicht sagen. Das müsste man dann wirklich im Detail mal ausrechnen, auf 5 Jahre oder so mal ausrechnen. Aber ich vermute ganz stark, dass die Chance, dass ich Sie sozusagen überzeugen könnte mit diesem Video, dass Sie versicherungspflichtig arbeiten nach der Regelaltersgrenze in einem Minijob, doch wenig verlockend ist, wenn Sie sich anschauen, dass Sie praktisch dafür für ein Jahr Minijob auf 19,37 Euro netto verzichten, was Sie weniger bekommen würden bei 538 Euro. Sie ziehen also die 19 Euro da ab. Da haben Sie ja deutlich weniger netto monatlich und dafür sollen Sie dann später eine höhere Rente bekommen. Ich glaube, das wird für Sie nicht sonderlich verlockend sein, wie einige vermuten. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich also oftmals auch so Minijobs generell sind nicht zu unterschätzen, Versicherungspflichtige. Das möchte ich Ihnen wirklich noch sagen. Alle diejenigen, die noch nicht in Rente sind, meinetwegen nicht in die Rentenkasse eingezahlt haben oder wenig eingezahlt haben und da auch keine Möglichkeit haben, die sollten vielleicht drüber nachdenken, einen Minijob zu machen. Hier geht es dann gar nicht so sehr um die Rentenhöhe, sondern es geht hier mehr oder weniger um Wartezeiten für eine entsprechende vorzeitige Rente oder aber auch für die entsprechenden versicherungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Erwerbsminderungsrente. Und da ist ein versicherungspflichtiger Minijob sozusagen keine schlechte Variante. Auch unter Bezugnahme auf die 45 Jahre Wartezeit ist ein Minijob eine Bombensache. Wenn Sie zum Beispiel 2 Jahre vor Rentenbeginn arbeitslos werden und Sie wissen ja, dass diese 2 Jahre vor Rentenbeginn bei den 45 Jahren nicht angerechnet werden, dann können Sie mit dem Minijob meinetwegen anrechnungsfrei aufs Arbeitslosengeld 160 Euro im Monat hier diese fehlenden 24 Kalendermonate an Wartezeit auch noch reinholen und könnten dann 2 Jahre später ganz entspannt in eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte gehen. Ja, meine Damen und Herren, so schlecht ist das mit dem Minijob nicht, aber für den einen oder anderen wird es sich vielleicht überlegenswert sein, hier doch mal drüber nachzudenken, ab der Regelaltersgrenze dann noch einen versicherungspflichtigen Minijob zu machen. Aber ich gehe davon aus, dass das Angebot, was ich Ihnen hier in diesem Video mache, vielleicht nicht ganz so verlockend ist, weil hier geht es nicht um riesige Rentensprünge nach oben, sondern eigentlich nur um eine Amortisierungsrechnung. Und ich bin mir fast sicher, diejenigen Rentnerinnen und Rentner, die ein geringes Renteneinkommen haben, die werden sich mit Sicherheit nicht auf diese Zahlenspielereien einlassen, sondern die sagen schlicht und ergreifend, das, was ich an Minijobkohle jeden Monat nicht versicherungspflichtig in der Tasche habe, das ist mir wichtiger als eine Rentensteigerung von 5% oder von 5 oder 6 Euro. Ich weiß ja auch nicht, wie lange ich noch leben werde. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.